Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich die Caro hier. Hallo. Ich weiß noch ganz genau, wo ich die Caro kennengelernt habe, wo ich die Caro getroffen habe, damals mit dem Freund, mit dem Max im Fitnessstudio im High Five. Und da hat der Jerome Desiree damals noch gesagt, boah, wenn die Caro so richtig trainiert wäre, dann würde die richtig gut aussehen. Also die hat einen sehr guten Körperbau, die könnte richtig gut athletisch aussehen. Und da warst du gerade so am Anfang deines Trainings, ne? Ja, gerade angefangen. Weiß nicht genau wann, aber keine Ahnung, 3 oder 4 Jahre bestimmt so schon. 2015 müsste das ungefähr gewesen sein, ja. Und da war die Caro so ein bisschen noch voll verunsichert, so ein, darf ich sagen, ein kleines Pummelchen, so ein bisschen so. Also du warst halt einfach noch nicht so sportlich, wie du es halt einfach heute bist. Und ja, krass, jetzt stehen wir hier 4, 5 Jahre später, ne? Ja, voll krass. Das höre ich gerade zum ersten Mal. Also, ne, das habe ich ja gar nicht mitbekommen, als ihr noch so drüber gesprochen habt. Aber ich erinnere mich noch so an die Zeit früher, als ich angefangen habe zu trainieren. Also war ich auf jeden Fall viel, viel unsicher, als ich es heute bin. Also der Sport macht nicht nur was mit dem Körper, sondern allgemein auch mit dem ganzen, ja, mit den Gedanken, mit dem, wie man sich allgemein fühlt. Und ja, das ist eigentlich so das, was ich halt an dem Ganzen so mega schätze, dass man sich nicht nur körperlich weiterentwickelt, sondern auch mental. Also fühlst du dich heute einfach viel wohler, viel fitter, viel besser, auch im Kopf so. Ja, auf jeden Fall. Ja, selbstbewusster. Ja. Cool. Wir haben letztes Jahr relativ erfolgreich eine Diät durchgeplant und die hat die Caro auch relativ erfolgreich absolviert. Dann haben wir ein bisschen Aufbau gemacht, ne? Hat so ein bisschen Off-Season. Jetzt wollte die Caro wieder in die Diät starten. Und ist heute hier zur Körperfettmessung, um zu schauen, ob alles nach Plan läuft. Mittlerweile hat Caro schon 4 Wochen Diät hinter sich. Insgesamt haben wir 20 Wochen Diät geplant, bedeutet 16 Wochen Diät liegen auch noch vor Caro. Und ja, wir fangen einfach mal an mit der Körperfettmessung heute und nehmen euch ein wenig mit. Vorweg einmal, wenn euch das Video gefällt, gebt mir einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr mit Caro sehen wollt, kommentiert Hashtag mehr mit Caro. Und ja, abonnieren nicht vergessen, falls ihr mehr von mir sehen wollt. Wir machen eine 7-Hautfalten-Messung, um den Körperfettanteil zu ermitteln. Und wir fangen an am Bauch. Jetzt müssten wir mal wissen, wie das letztes Mal war. Ja, ich weiß das. Ich weiß das, denke ich. Ich glaube, das schreibt ja immer alles hin, ne? Also jetzt weiß ich es nicht, aber ich weiß es nachher. Na, Caro, nicht spielen. Komm, du kannst nachher gucken. Handy weg. Immer. Ach so. Arm zur Seite hoch. Genau, Träger ein bisschen zur Seite nehmen. Die Brustseite. Zack, Arm runter. Ja, am Trizeps haben Frauen natürlich relativ viel Fett, oftmals. Ein anspannender Trizeps, ne? Sieht man. Ja, ist schon besser geworden, locker lassen. Doch, du hast auch auf jeden Fall aufgebaut, also in der letzten Off-Season. Ich habe auch gut gegessen. Ja. Und die andere Seite, am Rücken bist du echt immer relativ fettfrei. Ja, ich weiß, das geht immer relativ flott. Unterschied gesehen von vor einem halben Jahr und damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe mich gefragt, wo ist das ganze Fett hingegangen? Ja, auch in den Rücken. Das ist echt krass. Man vergisst das ja irgendwie, wie man vorher aussah. Ne? Ja, ich vergleiche jetzt mal von vor 4 Wochen. Also am Bauch habe ich nichts abgenommen, laut Messung. An der Brust 1 Millimeter. Beim Trizeps ist es auch nur 1 Millimeter. Rücken ist auch nur einer weg. Bei der Hüfte hatte ich letztes Mal 42, jetzt 22,5. Das ist echt krass, ne? 42? Ja, das ist echt krass. Aber das habe ich auch schon gemerkt, das war letztes Mal genauso. Und an den Beinen hatte ich letztens 32, dieses Mal 25. Hast du nicht gerade gesagt, ich habe irgendwie nur im Oberkörper wieder Fett abgenommen? Ja, dachte ich aber echt. Und aber das, in den Beinen, das ist halt und krass, ne? Bin verwirrt. Ja, Caro hat relativ viel am Quadrizeps gelassen, relativ viel in den Beinen, also relativ viel in der Hüfte. Ein bisschen weniger am Oberkörper. Das ist aber auch logisch, da Caro einfach das meiste Fett tatsächlich auch in der Hüfte und in den Quads gespeichert hat. Und da ist natürlich dann auch somit das größte Potenzial, da eben auch was an Körperfett zu verlieren. Und darum geht das meistens da ein bisschen was schneller. Da verliert man meistens einfach ein bisschen mehr an Millimeter Hautfalte. Und da, wo man sowieso schon sehr wenig hat, ja, also im Rücken ist Caro relativ fettfrei schon immer. Logisch, dass dann da nicht noch viel mehr Fett weggehen kann.
Ja, Caro hat wieder Angst, dass das nicht schnell genug geht. Oder Caro geht es einfach wieder nicht schnell genug. Caro hat jetzt in den letzten 27 Tagen, also nicht mal ganz 4 Wochen, insgesamt 3,2 Kilogramm Gewicht verloren. Ja, im Endeffekt hatte Caro Angst, dass sie wieder zu viel ist oder dass das Defizit nicht groß genug ist. 3,2 Kilogramm in 4 Wochen zu verlieren, spricht aber für ein wirklich gutes Defizit. Ich werde jetzt eine Defizitrückrechnung machen und dann sehen wir auch, wie hoch das tatsächliche Defizit war im Vergleich zu dem, was ich als Soll-Defizit berechnet habe. Und ich glaube, wir haben auch wieder den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich denke, das wird übereinstimmen, welches Defizit habe ich berechnet, für welchen Zeitraum, damit Caro so und so viel Körperfett verlieren kann und welches ist dann tatsächlich eingetroffen. Das kann man eigentlich immer nur mit einer Defizitrückrechnung bestimmen, weil wir einfach nicht den genauen PAL-Wert ermitteln können, den Caro tatsächlich hat. Wir können ihn einfach nur schätzen, wir können nur gucken, Caro macht so viele Stunden am Tag Sport, Caro schläft so viele Stunden, also PAL-Wert bedeutet Physical Activity Level, wie viel bewegt sich ein Individuum und wie viel Kalorien verbraucht es dadurch mehr, wie viel Energie verbraucht es durch diese Bewegung mehr. Und das kann man ja immer nur so schätzen quasi, das kann man nicht ganz genau sagen, aber mit einer Defizitrückrechnung kann man schon relativ genau sagen, wie hoch das Defizit dann tatsächlich war. Das wird auf jeden Fall schon ein gutes Defizit gewesen sein. 25 plus 16,5 gleich geteilt. Ja, also wenn ich ehrlich bin, Karöchen, ich würde Karöchen. Karöchen. Das ist ohne Witz jetzt immer mein Spitzname. Karöchen, schreiben wir gleich an die Tafel, Karöchen. Caro hat aktuell 25,5% Körperfett. Letztes Mal waren es noch 29. Das ist sehr gut. Wir berechnen kurz noch das Lean Mass. Ich würde das Defizit wahrscheinlich beibehalten. Also Caro geht es nicht schnell genug, aber meiner Meinung nach geht es schon sehr schnell. Und ich würde das Defizit erstmal beibehalten. Wir könnten das eventuell über WhatsApp oder so nochmal dann anpassen, falls es dir nicht schnell genug geht. Wir haben halt die Möglichkeit auch zu sagen, Caro könnte ein bisschen mehr Aktivität noch aufnehmen oder Caro reduziert halt die Kalorien, sollte das Defizit nicht mehr passen irgendwann, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass das Defizit weiterhin sehr gut passen wird und Caro auch weiter mit diesen Kalorien, mit diesem Kaloriendefizit abnehmen wird. Allgemein erhöhe ich immer lieber eigentlich auch die Aktivität, statt die Kalorien weiter zu reduzieren. Da kann man einfach ein bisschen mehr essen und wenn dann noch Potenzial offen ist, sich einfach ein bisschen mehr zu bewegen, dann gehe ich lieber über die Aktivität. Bedeutet, im Endeffekt gebe ich einem Klienten zu Anfang eher etwas weniger Cardio oder gar kein Cardio, dass wir da einfach auch Potenzial haben, dass der Klient sich eigentlich auch tatsächlich dann noch mehr bewegen könnte. Und für Caro sind es jetzt 1750 Kalorien. Für eine Frau ist das schon noch relativ viel an Energie. Caro trainiert natürlich aber auch sehr intensiv, sehr oft die Woche. Und ja, ich glaube, wir nehmen euch mal mit in Caros Training. Nur ein bisschen aufwärmen. Warum hast du eigentlich überhaupt angefangen mit dem Krafttraining? Ich habe eine ganz lange Zeit Handball gespielt, 10 Jahre, um genau zu sein. Und irgendwann kam so der Zeitpunkt, wo ich so gedacht habe, ich mache zwar viel Sport, aber irgendwie sieht man nicht so viel in meinem Körper. Und wenn ich schon so viel Zeit da rein investiere, und ich mache das ja gerne, dann, also mich bewegen, dann warum nicht mal ins Fitnessstudio gehen? Und ja, dann war ich da. Habe aber, glaube ich, so wie die meisten angefangen mit so einem Bauch-Beine-Po-Training und nicht so mega viel gesehen. Also ich habe zwar abgenommen, aber sah nicht so, ja, mega sportlich aus. Und dann irgendwann hat mein Freund, der Max, mich mitgenommen ins Gym und hat mir dann mal so ein bisschen so einen richtigen Trainingsplan gezeigt. Ja, irgendwie hat das halt mega Spaß gemacht und ja, seitdem gehe ich regelmäßig ins Training, so um die 5-mal die Woche, 5 bis 6-mal, und ja, habe einfach Spaß daran gefunden, nicht nur Sport zu machen und nicht zu sehen, sondern halt auch wirklich zu merken, okay, wenn ich das und das mache, passiert das und das, und einfach ja, für sich und seinen Körper was zu machen und auch Ergebnisse zu erzielen. Warum hast du jetzt angefangen zu diäten? Also ich habe ja letztes Jahr schon mit André diätet. Da war mein Ziel halt einfach, irgendwie mal in eine Form zu kommen, wo ich wirklich mal was sehe, was ich auch mir in den letzten Jahren so erarbeitet habe. Das hat gut geklappt und dieses Jahr wollte ich eigentlich zuerst auf die Bühne gehen, habe mich aber dann im Endeffekt wohl doch dagegen entschieden, weil ich einfach ja, mich wohl in meiner Haut fühlen will und das nicht nur auf einen bestimmten Zeitraum, sondern auf eine lange Sicht gesehen. Deswegen ja, starte ich die Diät jetzt
4 Wochen sind jetzt um und ich freue mich einfach auf die nächste Zeit. Ich will mich einfach wohlfühlen und nicht nur ja, an Tag X, dass man sich da so mega besonders fühlt, sondern mir ist es wichtig, dass ich halt ins Training gehe und ja, halt meine Muskeln auf jeden Fall ein bisschen sehe, weil sonst finde ich das halt irgendwie schade. In der Diät erzielt man halt immer relativ schnell optische Ergebnisse. Ne? Das bedeutet, man verliert Körperfettanteil und es verändert sich relativ schnell und viel in kurzer Zeit. Ne? Oder man sieht einfach echt in kurzer Zeit dann doch Ergebnisse. Aber die Grundlage dafür ist natürlich, dass man eben einfach vorher, auch schon mal ja. ein paar Jahre Krafttraining genau. gemacht hat. Ne? Wenn ihr eine Frage habt an Caro, dann schreibt die gerne in die Kommentare und im nächsten Video werden wir die beantworten. Und, was trainieren wir heute? Wir trainieren heute meinen Rücken. Okay, nur Rücken? Ja, Rücken und Bizeps. Vergesse ich immer. Für mich ist das Rückentraining. Zu meinem Rückentraining mache ich noch eine Übung Brust. Ja, das ist auch die einzige Übung, die ich mache für die Brust. Und ja, mehr möchte ich und brauche ich auch einfach nicht. Deswegen schiebe ich die als zweite Übung in meinem Rückentraining ein. Ein Tipp gegen Heißhunger? Ja, also der erste ultimative Tipp ist, seine Mahlzeiten zu planen, vorzubereiten und ja, dann kommt man auf keine dummen Ideen, irgendwas anderes zu essen, weil man es ja dann schon vorbereitet hat. Und ja, mein zweiter Tipp ist, genug zu trinken. Ja, ich trinke so 4 bis 5 Liter am Tag, würde ich mal ungefähr behaupten. Und dann ist der Bauch auch immer schön gefüllt. Viele Frauen denken ja immer noch, wenn sie hart trainieren, werden sie zu muskulös. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie hart denkst du, trainierst du selber? Beziehungsweise was glaubst du, wie hart muss man trainieren, um etwas zu erreichen, was du so bisher erreicht hast? Also um was Ähnliches, um ungefähr so viel Muskelmasse aufzubauen wie du. Ja, also ich würde erstmal sagen, auch wenn sich das jetzt ein bisschen negativ anhört, der Sport ist irgendwo ein bisschen undankbar. Ich mache es mega gerne, es macht mega viel Spaß, aber um halt irgendwie sportlich auszusehen oder jetzt so auszusehen wie ich, finde das immer schwierig, das so zu sagen, weil ich finde, ich sehe jetzt nicht so ultra krass aus. Ja. Also ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet, aber ja, ich gehe halt 5 bis 6 Mal die Woche trainieren und das schon seit 3 bis 4 Jahren. Also ja, da steckt sehr, sehr viel hinter und so, also ich sehe jetzt nicht männlich aus, würde ich ja. jetzt mal so behaupten. Ja. Also bedeutet, man muss schon echt sehr viel trainieren und sehr hart trainieren und irgendwie so zu muskulös fühlst du dich am Ende irgendwie doch trotzdem nicht, ne? Nee. Ich denke, das hält viele Frauen davon ab, überhaupt ins Fitnessstudio zu gehen und zu trainieren, weil die einfach Angst haben davor, wirklich zu muskulös zu werden. Und du machst ja schon sehr viel Krafttraining eigentlich. Ja, und eigentlich auch mit relativ viel Gewicht, würde genau. ich sagen. Also, ja. Um dann im Endeffekt so auszusehen. Ja. Und sieht ja eigentlich gar nicht, ja... Also ich sehe nicht aus wie ein Mann, genau, oder? Richtig. Finde ich nicht, definitiv nicht. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Euch hat der Einblick in Caros Diät, in Caros Training gefallen. Wir werden das auf jeden Fall wiederholen. In 4 Wochen, ne? Ja. Termin machen wir noch. Genau. Und ja, wenn ihr bis dahin Fragen habt, wie gesagt, dann schreibt die in die Kommentare und wir versuchen, die im nächsten Video zu beantworten. Ansonsten, willst du noch irgendwas sagen? Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und für die Interesse. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschalten würdet. Tschüss!